Also schon weißt, dann welche ist die wärmste und welche ist die kälteste Zone? Die tropische Zone ist die wärmste Zone und die Polarzone ist die kälteste Zone. Also das war eigentlich sehr einfach. Ich glaube, jeder könnte das beantworten. Hier, Sprachefrage. Warum ist es denn in den Tropen so heiß? Naja, das werde ich später sagen. Die Erde hat am Äquator den größten Umfang und somit ist er die Sonne am nächsten. Dann steht die Sonne am Äquator fast senkrecht und scheint somit dort auch wesentlich länger. An den Polen ist es fast 6 Monate finster, also keine Sonne. Sollen wir doch losgehen? Woo! Hallo! Wir sind endlich gelandet. Oh, es ist so kalt hier. Ich friere. Unser Kameramann ist allergisch von dieser Kälte. Also ich muss das jetzt selber filmen. Aber ich glaube, das geht auch jetzt so. Ja. Also, jetzt können wir anfangen. Also, die Polarzone ist die kälteste Zone. Genau. In der Polarzone gibt es meistens nur Schnee und Eis. Und nicht nur im Winter, auch im Sommer. Das ganze Jahr lang ist es hier Schnee und Eis. Nur wenige Länder gehören zu dieser Polarzone. Hier und in der Antarktis. Apropos, Antarktis liegt bei diesem roten Punkt. Und ist es also immer kalt. Die Temperaturen sind nie über 10 Grad Celsius. Wow, das ist sehr kalt. Das können wir sagen. Ein kleiner Teil von Russland und Europa, Kanada, Grönland und Island gehören hier dazu. Auch zu der Polarzone. Aber in diese Ländern ist die Kälte also nicht so extrem. Oh, ich bin so kalt. Auf der Arktis und der Antarktis leben nur Wissenschaftler und Forscher. Und meistens nur für eine kalte Zeit, weil es in der Kälte sonst zu gefährlich ist. Oh, wow. Es gibt hier auch viele, viele Tiere. Pinguine, Eisbären, Seeleoparden. Polarfüchse und Polarhasen, Wale und Walrossen. Schau mal, ein Eisbär! So cool! Hier essen die Einwohner Fisch, Fleisch von Landtieren, aber keine Gemüse oder Früchte, weil es hier zu kalt ist und für die Pflanzen ist. Und weil es so kalt ist, muss man hier natürlich sehr dicke und warme Kleidung tragen. Weiches Fell von Tieren und andere dicke Stoffe kommen sehr oft. Die Häuser müssen auch sehr speziell gebaut sein, damit die Kälte nicht reinkommt. Ach, in so ein Haus möchte ich auch mal leben. Mhm. Aber jetzt müssen wir weitergehen. Los ja. geht's. Weiterrennen. Weiter. Wow. Wo sind wir? Es ist hier so heiß. Ich verbrenne mich noch bei der Hitze. Ich weiß nicht, wo wir sind. Aber guck mal, da gibt es Elefanten und Giraffen. Ich weiß, wo wir sind. Afrika! Afrika ist ein großes Teil von den Tropen. Die Tropen ist die heißeste Klimazone. Es ist besonders hier
heißt hier, weil es an dem Äquator liegt. Ein großer Teil Afrikas und Asiens werden zu den Tropen eingeteilt. Mittel- und Südamerika und der nördlichste Zipfel Australiens gehört hier auch dazu. Das Klima ist hier ganzjährlich sehr ähnlich. Temperaturen zwischen 10 Grad Celsius und 40 Grad Celsius sind nach Gebiet möglich. Aber die Durchschnittstemperatur ist ungefähr 25 Grad Celsius. Und die Tropen ist auch sehr bekannt für ihre Feuchtigkeit. Weil es hier so feucht ist, gibt es in den Tropen viele Niederschläge. Fast 200 Millimeter pro Jahr. Das ist fast so hoch wie ein Elefant. Viel von den Tropen besteht aus Regenwäldern. Viele coole Tiere leben hier, wie Gorillas, Papageien, Faultiere und Jaguars. Die sind in den Tropen am meisten bekannt. Hier muss man sich sehr leicht anziehen. Kurze Hosen und ein T-Shirt wäre prima. Aber auch immer eine Regenjacke anziehen, denn die Niederschläge kommen immer überraschend. Komm, weiter zum Südpol. Oh, es fängt an zu regnen. Komm. Hol mal ein. Weiter. Schneller. Oh, hier. Guck mal, wir sind bei der Schule gelandet. Aber warum? Die Schule liegt in den Subtropen. Eigentlich bei der Grenze von den Mittelbreiten. Wirklich? Sommer in den Subtropen kann heiß werden, wie in den Tropen. Aber im Winter kann es bis minus 5 Grad Celsius werden. Die durchschnittliche Temperatur ist sehr warm mit 20 Grad Celsius. Ein Teil von Südamerika, Nordamerika, Afrika und Südasiens gehören dazu. Und fast das ganze Australiens auch. Es gibt hier viele Tiere, die hier leben. Die Subtropen sind sehr bekannt für ihre Grizzlybären, Weißkopfseeadler und ihre Schnabeltiere. Die Subtropen sind in drei Gebiete verteilt. Die trockenen, winterfeuchten und immerfeuchten Subtropen. In welchem Gebiet leben wir? Wir leben in den winterfeuchten Subtropen. Warum? In den winterfeuchten Subtropen kann es im Winter kälter werden, aber im Sommer ist es trocken und heiß. Und in den trockenen Subtropen ist das Klima immer sehr trocken. In den immerfeuchten Subtropen ist das Klima sehr ähnlich wie im tropischen Regenwald und es gibt viele Niederschläge. Cool. Wo geht's als nächstes hin? Die Mittelbreiten. Woo! Ah, hier fühle ich mich wie zu Hause. So schönes Wetter. Die gemäßigte Zone liegt zwischen die Polarzone und die subtropische Zone. Europa, Nordamerika und Zentralasien gehören dazu. Hier kann man die vier Jahreszeiten sehr gut unterscheiden, im Gegensatz zur Polarzone. Ja, anstatt Winter, hat man hier Winter, Frühling, Herbst und Sommer. Es ist sehr leicht, in dieser Klimazone zu leben, weil es ab und zu regnet. Es gibt grüne Wiesen und Felder und es ist abwechselnd warm und kalt. Deswegen kann man sich auch hier sehr gemütlich anziehen. Im Sommer trägt man dünne Kleidung aus dünnen Stoffen, wie Baumwolle oder Leinen. Und im Winter zieht man sich ein bisschen dicker an, aber nicht wie in der Polarzone. Man kann sich viel dünner anziehen, vielleicht nur eine dicke, wasserdichte Jacke. Und hier gibt es große Varianten von Essen, weil das Klima so perfekt ist. Im Supermarkt findet ihr Gemüse und Früchte, Fisch, Fleisch, Brot, Milchprodukte, alles, was man sich vorstellen kann. Und es gibt auch so viele Häuser hier, groß, klein, modern, alt. Und weil das Wetter so selten so extrem wird, müssen die Häuser auch nicht so speziell gebaut sein. Ich komme!
unser Flugzeug. Warum sind deine Schuhe nicht auf deine Füße? Weiß nicht. Ich glaube, er hat sie abgenommen. Uiuiui. Das ist so komisch. Warum haben wir diesen Kameramann ausgesucht? Auch unser Flugzeugmann. Krass. Was hat er gesagt? Er ist allergisch, in Sandboxen zu landen. Keine Ahnung. Was? Ich hasse es. Das hat aber so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, endlich zu Hause. Ich hatte auch so viel Spaß gehabt. Und ich habe so viel Neues gelernt. Ja, ich auch. Ich wusste gar nicht, dass die Klimazonen so einen Unterschied in Temperaturen hatten. Ja, ich auch nicht. Und ich wusste gar nicht, dass die Menschen so durch die Temperaturen und Klima beeinflusst sind. Das war wirklich interessant, muss ich sagen. Das war interessant. Ich hoffe, ihr habt auch etwas Neues gelernt. Ja, hoffentlich habe ich auch Spaß gehabt. Mhm. Ja? Also, und bis zum nächsten Mal. Ciao! We have a man down. Man down. I did that so that we could get the script. Oh,